Eine schmutzige Lou. Da ist er. Lou, yeah! Lou, der chromatische Brawler. Sieht der nicht Hammer aus? Der Moment ist günstig, Lou zu leveln. Jetzt schauen wir mal zuerst in die vorherige Saison. Da, 50. Wir müssen aber mit den Großen anfangen. Die großen Brocken. Da ist 100. 75. 200. 100. Okay, 200. Was war das? Nochmal 100. 500 und nochmal 500. Ja, die bekommt er zuerst. Also 500 für Lou. 500 für Lou. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir da gleich nochmal 500 für Lou. Lou, 500 Powerpunkte. Yes! Damit haben wir schon 1000 Powerpunkte auf Lou. Das reicht ja schon fast, um den zu maxen. So, dann habe ich da noch 200 gesehen irgendwo. Wo sind die da? 200 für Lou. So. Dann haben wir nochmal irgendwo 200 für Lou. Das geht ja hier ratzfatz. Da sind noch 200 für Lou. Lou, 200 bitte. So. Wie viel braucht es total? Ich glaube 1450 oder so. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und darum gehen wir jetzt erstmal auf Lou und leveln mal Lou. Erstes Upgrade hier, 20 Gold. Ja, dafür wird er ein bisschen besser. Das sieht man da, plus 20 Schaden. Erstes Update. Okay, jetzt ist er Level 2. Dann das nächste. Level 3, Lou. Dann geht's weiter hier. Nochmal plus 20 Schaden. Okay, Level 4. Und Level 5, Lou. Dann nochmal. Jetzt haben wir ein Level 7. Und dann Level 8. Ja, seht ihr das? Jetzt fehlen nämlich nur noch 10. 10 Powerpunkte. Und ich habe hier noch viel, viel mehr. Also das sind 50. Das ist ja eine riesen Verschwendung, wenn ich 50 nehme. 100. Nochmal 50. Ich glaube, ich öffne eine Box. Was ist denn im Shop? 330 Powerpunkte. Als ob ich die bräuchte. Nein, ich brauche hier nur 5 Punkte. Erst da ist eine große Box. So. 10 Punkte. Damit hammern. Lieber Lou, du kriegst jetzt Level 9. So, sehr schön. Gadget und Star Power. Erstmal eine große Box. Vielleicht ist da ja eine Star Power oder ein Gadget drin. Das wäre doch was, oder? Na, man will ja nicht gierig wirken. So, tippen. Tippel die Tipp. Nö. Die Megabox, ist da vielleicht was drin? Megabox. Ein Verbleibender. Das ist aber nur ein Markenverdoppler. Blöd. So, übrigens, zuerst ziehe ich noch die hier rein. Da, schau. Da hat es nämlich auch noch eine Megabox. Nehmen wir mal die. Diese Megabox hier, da ist drin das Gadget. Nein? Ja, es blinkt, es blinkt, es blinkt. Was haben wir? Gadget oder Star Power? Das Gadget. Gadget für Lou. Der Eisblock. Lou errichtet ein Schild aus Eis, der ihn für eine Sekunde unverwundbar macht. Verfügbare Nutzungen pro Match 3. Gut, dann haben wir das Gadget schon. Sehr, sehr cool. Jetzt versuchen wir doch noch die Star Power zu bekommen. Ich nehme mal die kleine Box. Kleine Box. So. Okay, so Münzen. Okay. Dann haben wir da eine große Box. Ist da irgendwo... Oh, nein, das sind ja nur diese... Nur das. Okay. So, wieso nimmt er nicht die unten zuerst? Da, große Box. Eine Brawlbox. Keine Star Power. Okay, die Spannung steigt ins Unerträgliche. Eine große Box. Keine Star Power. Noch eine große Box. Münzen. Jetzt überspring doch nicht alles. So, da, große Box. Ah, seht ihr das? Das ist die Star Power. Ich glaube, mir fehlt nämlich nur diese eine einzige Star Power, sonst nichts. Also müsste es eigentlich die Star Power von Lou sein. Da kann man nur sagen, Welle. Uuuh.
Die Star Power von Lou. Super cool. Gegner, die in Lou's Super Skill Bereich stehen, werden genau wie bei seinem Hirnfrostangriff nach und nach eingefroren. Da müssen wir gar nichts mehr öffnen. Da haben wir jetzt Lou fully maxed. Mit null Pokalen. Ist es nicht immer wieder schön, ein fully maxed Lou mit null Pokalen? Also da ist der Eisblock, da ist das andere. So, da haben wir alles für Lou. Wir wählen ihn aus. Und wir zocken weiter. Jetzt mit dem Fully Maxed Lou.